Für euren Shampoo-Schleim braucht ihr eine Schüssel, etwas Speisestärke und natürlich Shampoo. Nun gebt ihr das Shampoo in die Schale. Anschließend kommt jetzt die Speisestärke rein. Je nachdem, welche Konsistenz ihr haben wollt, müsst ihr mehr oder weniger Speisestärke reingeben. Und dann wird das Ganze vermischt. Da müsst ihr euch dann ein wenig die Hände bei schmutzig machen. Ja, und schon ist euer Schleim fertig. Das Ganze ist jetzt schön schleimig. Ja, probiert euch da mal aus, wie viel Speisestärke und Shampoo ihr da reinmacht. Ihr könnt ja immer noch mal ein bisschen was nachfüllen. Fangt erstmal mit ein bisschen weniger an. Ja, je nach Farbe habt ihr natürlich auch einen anderen Schleim. Also wenn ihr ein blaues Shampoo nehmt, habt ihr hier wie ich ein leicht bläuliches. Ja, versucht doch mal ein schön rotes, ein dunkelrotes zu holen oder ein schön grünes, was dunkelgrünes. Dann habt ihr auch intensivere Farben. Was auch ganz schön kommt, ist, wenn ihr ein Glitzer-Shampoo kauft. Ja, sowas habe ich als Mann natürlich nicht in meinem Haushalt, deshalb kann ich euch das nicht zeigen, aber das sieht wirklich sehr schön aus. Ja, ich sehe gerade, das schimmert sogar ein bisschen grünlich jetzt, dadurch, dass ich hier die Speisestärke mit dem Shampoo vermischt hat. Ja, das macht richtig Spaß, das fühlt sich richtig toll und glibberig an. Also, da wünsche ich euch auf jeden Fall viel Spaß mit. Probiert das mal aus. Wenn euch das Ganze gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben. Wer mag, kann mich abonnieren. Unten einfach den Abo-Button drücken. Ich sage, bis zum nächsten Mal. Euer Mac Paverick.